Stell dir vor, Abby ist nebenan. Hier? Wir sind heute zusammengekommen, um die Mitarbeiterin des Jahres von Planned Parenthood zu ehren. Abby Johnson. There's a fire inside, you can feel it. Das ist Abby, unsere Neue. Abby, das ist Cheryl. It's a neon light glowing like. Ich wäre dann die jüngste Direktorin. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du für all die Abtreibungen verantwortlich sein wirst? Das ist meine Chance, etwas zu verändern. Egal, was ihr auch sonst Gutes tut, ihr werdet immer Babymörder bleiben. Aber das Einzige, was sich verändert hat, bist du, Abby. Ist dir klar, wie du über diese Eingriffe redest? Das sind kleine Babys. Ich möchte mich nicht dafür entschuldigen müssen, einen Job zu machen, der Frauen hilft, die ein Problem haben. Irgendwie bin ich mir noch nicht so sicher. Sie brauchen keine Angst zu haben. In dieser Sache sind sich alle Ärzte einig. Der Fötus spürt nichts. Tut mir leid, wenn ich störe. Ich brauche Hilfe im OP. Hast du Zeit? Ich habe es gesehen und es hat sich gewunden und es schien um sein Leben zu kämpfen. Herr, wir loben die Seelen dieser vielen hundert Kinder. Und Herr, wir beten für das Ende dieser Sünde, der Abtreibung. Ich weiß, was du für uns getan hast. Das vergesse ich dir nie. Ich war an 22.000 Abtreibungen beteiligt. Das ist so eine schwere Schuld. War ein harter Tag, hm? Kann man sagen. Für mich und deinem Dad warst du bereits ab der Empfängnis unser Kind. Als Klinikdirektorin bezahlen wir sie dafür, ein perfektes Instrument unserer Unternehmenspolitik zu sein. Wir sind ein Anbieter von Abtreibungen. Ich muss raus hier. Ich kann einfach nicht mehr hier bleiben. All diese Frauen. Unterschätze die Auswirkungen deiner Entscheidung nicht. Du musst vorsichtig sein. Rhonda, tu es nicht. Lassen Sie mich Ihnen erzählen, was geschehen wird, wenn Sie da reingehen. Jetzt auch bei KTV Unplanned, der Spielfilm. Schauen Sie rein. It's a neon light glowing like a furnace.